Pionieren und Arbeitgeber wirst du einfach Klimakleber. Oder du gehst zur Antifa. Liebe Freunde, schönen guten Abend, schöne Grüße aus Gera. Auch in Gera heute wahrscheinlich wieder einen Montagsspaziergang mit Hunderten oder Tausenden von Menschen. In Gera ist immer einiges los, aber auch hier in Weimar bin ich begeistert. Und wenn man hier oben steht, auf dieser etwas wackeligen Bühne, die hoffentlich von der Berufsgenossenschaft abgenommen wurde, sieht man tatsächlich fast bis zum Horizont auf der Dingelstädtstraße ein Fahnenmeer. Viele Menschen, die für Frieden, für Freiheit, für Demokratie auf die Straße gehen und gegen Chaos und Klimakleber und Antifanten sich stellen. Also, schönen guten Abend Weimar, tolles Lied habe ich mir gerade angehört. Schön, dass ihr da seid. Goethe, Schiller, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger. Ich muss sagen, einfach kurz auf den Nenner gebracht. Alle, die in den letzten Jahren Recht hatten, heiße ich hier herzlich willkommen. Denn es war genau so, dass diejenigen, die für die Verschwörungstheoretiker heute gehalten wurden, morgen diejenigen waren, die Recht hatten. Und zwar Recht hatten in allen Belangen. Zurück an die Corona-Zeit, als Masken angepriesen wurden, die vernünftigen Leute sofort gesagt haben, Masken nützen nichts, nützen genauso viel wie ein Stacheldrahtzaun oder wie ein Maschendrahtzaun gegen Hochwasser. Es waren diejenigen, die als Schwurbler tituliert wurden, die gesagt haben, Achtung, es droht ein Herunterfahren der Wirtschaft, des öffentlichen Lebens, ein Lockdown. Es hat sich als wahr herausgestellt. Es waren diejenigen, die gesagt haben, seid vorsichtig mit Impfungen, klärt die Leute wenigstens auf. Finger weg von unseren Kindern, Finger weg von den Zwangsimpfungen. Auch die haben letztendlich Recht behalten. Und inzwischen ist es sogar zu Karl Lauterbach durchgedrungen, dass ganz, ganz viele Maßnahmen Schwachsinn waren, die er in einem Staccato täglich gebetsmühlenartig uns hat einprügeln wollen. Also diejenigen, die kritisch sind, die haben in Deutschland, die stehen auf der richtigen Seite, auf der Seite der Gerechtigkeit und auf der Seite der Fakten. Als Schwachsinn bezeichnet Karl Lauterbach als Schwachsinn seine eigenen Maßnahmen, das Einsperren über viele Monate, der Grundrechtsraub, das Einsperren der Kinder. Wir haben Suizidraten bei den Kindern, die gab es noch nie. Ein Jens Spahn, der uns das alles eingebrockt hat, der redet davon, man müsse einander verzeihen. Ich sage nein. Wir müssen niemandem verzeihen. Die Regierenden von damals und die Regierenden von heute, die haben um Verzeihung zu bitten. Und zwar bei allen Bürgern, die sie jahrelang schikaniert haben. Impflamisten von früher, die sich jetzt versuchen herauszureden damit, dass gesagt wird, ja, wir haben ja nur auf die Wissenschaft gehört, die Wissenschaft um Drosten herum beispielsweise hat sich geirrt, wir sind nach deren Pfeife getanzt, denen sage ich heute, ihr tanzt auch nach der Pfeife der Klimahysteriker, nach der Pfeife der Wissenschaft, die angeblich uns hier einen menschengemachten Klimawandel einreden wollen. Was ist denn, wenn die sich auch geirrt haben, wenn in 2, 3, 4, 5 Jahren sich herausstellt, wir hatten Recht, wir haben uns nicht hysterisieren lassen, wir haben den gesunden Menschenverstand behalten. Auch dann wäre die Frage, war das alles Schwachsinn, was uns Hunderte von Milliarden Euro gekostet hat? Bittet wir um Verzeihung? Ich sage voraus, auch da werden wir alle Recht behalten. Freunde, gerade vor dem Nationaltheater vorne habe ich das transparent gelesen. Diplomatie, Frieden, jetzt. Und genau das ist es, was uns hier in Weimar und auf vielen, vielen Straßen und Plätzen heute verbindet. Egal mit welchen Fahnen wir hier rumlaufen, ob es die Thüringen-Fahne ist, die Deutschland-Fahne ist, die Friedensfahne ist, die Weimar-Fahne ist. Wenn ich nach hinten schaue, auch da sehe ich ein Meer, eine Israel-Fahne, ich sehe Antifa-Fahnen, ich sehe Fridays for Future-Fahnen, ich sehe Fahnen mehr. Uns verbindet doch alle Frieden jetzt, Diplomatie jetzt, Diplomaten statt Granaten. Und wenn ich jetzt dahin vielleicht von den billigen Plätzen hinter uns Widerspruch höre und sage, ja, die Ukraine muss unterstützt werden, dann frage ich mich, liebe Freunde von den Antifanten, warum brüllt ihr denn hier in Weimar rum? Warum seid ihr nicht in der Ostukraine und kämpft für das ihr hier demonstriert? Eigentlich.
eigentlich, und wenn ihr das ernst meinen würdet, was ihr hier propagiert, dürfte keiner von euch hier stehen. Ihr müsstet alle in der Ukraine sein und diejenigen unterstützen, die ihr hier so lautstark unterstützt durch euer Gegröle. Allein das macht euch schon mehr als unglaubwürdig. Aber immer wieder dankbar. Immer wieder dankbar. Weiß nicht, vielleicht war es auch der Sebastian Langer, der dafür gesorgt hat, dass so ein bisschen Antifa-Folklore aufgezogen ist. Das braucht man ja auch für solche Veranstaltungen. Ansonsten fehlen so ein paar Redeblöcke, ansonsten fehlt auch die gute Stimmung. Insoweit herzlichen Dank an die Weimarer, die das organisiert haben, so ein paar Folkloristen hinter uns aufzubauen. Liebe Freunde, Frieden nicht um jeden Preis. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das muss der Ansatz sein für die Politik, die wir in Deutschland betreiben. Und ich behaupte mal, wenn die Alternative für Deutschland, wenn wir eine vernünftige Regierung gehabt hätten in den letzten Jahren, wäre es zu den Problemen in der Ukraine gar nicht gekommen, weil man uns ja möglicherweise ernst genommen hätte mit einem Deutschland, mit einer starken Bundeswehr, wo sich vielleicht Herr Putin überlegt hätte, ob er kriegerische Maßnahmen einleitet. Die Politik der letzten Jahre, die Politik der letzten Jahrzehnte hat uns an den Rand des Abgrundes gebracht. Und wenn ich mir sehe, wir haben eine der größten Krisen in der deutschen Geschichte. Eine Mischung aus Energiekrise, aus Inflationskrise. Wir haben Krieg. Da sollte man doch hoffen, dass man eine Regierung hat, die einem den Weg aus den Krisen führt. Aber wir haben nicht nur die größten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben auch die größte Versagerregierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Kombination... Diese Kombination ist fatal für Deutschland. Wir haben eine Außenministerin, die durch die Weltgeschichte stolpert. Eine Außenministerin, die 140.000 Euro im Jahr dafür verbrät, dass sie schick frisiert und eine mit schöner Maske ausgestattet Visagisten angestellt hat. 140.000 Euro im Jahr. Ich verlange einfach von einer Außenministerin, dass sie vielleicht einen Teil ihrer Friseurkosten in einen Englischkurs investiert, in einen Englischkurs, die sie in die Lage versetzt, nicht aus Versehen Russland den Krieg zu erklären. Jawohl! Baerbock und Habeck werden sich vorstellen können, dass diese Personen, von den anderen will ich gar nicht reden, überhaupt mal in einer Bundesregierung landen und dann noch in einer Bundesregierung, die uns versucht oder die uns den Weg aus der Krise führen soll. Ich sage voraus, diese Bundesregierung wird unser Land noch weiter zugrunde richten. Ich bin inzwischen nicht mehr so überzeugt davon, ob es gut war, Merkel muss weg zu skandieren. Ich wünsche mir Merkel zwar nicht zurück, aber ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zustand, den die hellbraune Koalition in dem letzten Jahr verursacht hat, dass das unter Merkel so schnell weiter bergab gegangen wäre. Liebe Freunde, gut ist, was Deutschland nützt. Und genau dieser Ansatz muss auch bezogen auf den Ukraine-Krieg verfolgt werden. Gut ist für uns, wenn Frieden herrscht in Europa. Gut ist für uns, wenn wir mit unseren direkten und indirekten Nachbarn in Europa Handel treiben können, verhandeln können und nicht kriegerische Auseinandersetzungen führen. Deshalb steht für uns ganz vorne unser Land zuerst. Wir sind weder Putin-Knechte, noch sind wir Biden-Knechte. Wir sind Deutschland-Liebhaber. Wir sind Patrioten im besten Sinne und kämpfen deshalb für unser Land und für ein stabiles Deutschland in einem stabilen Europa. Wir brauchen Frieden im Außenverhältnis, wir brauchen aber Frieden auch innerhalb Deutschlands. Und wenn man sich anschaut, dass inzwischen kaum noch ein Tag vergeht, an dem nicht Dutzende von Messerattacken in Deutschland stattfinden, in denen nicht Vergewaltigungen und Morde stattfinden, in denen nicht Ausnahmezustand auf den Straßen herrscht, wie zu Silvester oder am vergangenen Wochenende in Hamburg, dann stelle ich fest, wir haben auch in Deutschland keinen Frieden. Auch in Deutschland muss Frieden, muss Versöhnung wiederhergestellt werden. Auch da lautet der Schritt, unser Land, unser Deutschland zuerst. Das heißt, wir brauchen sichere Grenzen. Wir müssen schauen, wer kommt nach Deutschland. Wen wir hier nicht haben wollen, der kommt erst gar nicht rein im besten Falle. Im schlechteren Falle ist sofort abzuschieben. Es betrifft über 300.000 illegale
in Deutschland, die abschiebereif sind, von denen wir uns trennen müssen. Und dann ist auch wieder ein bisschen Platz. Ihr kennt all den Spruch, wir haben Platz. Inzwischen ist der Spruch so zu verstehen, wir haben Platz, nur nicht für Deutsche, für Alte, für Kranke, für Pflegebedürftige. Ihr habt es mitbekommen, in Lörrach Sozialbedürftige aus ihren Wohnungen geräumt, in Berlin ein Altersheim geräumt. Ich habe gerade gelesen, es wäre sogar ein älterer Mann gestorben bei der Räumung des Pflege- und Altersheims. Die Leute hingen noch teilweise an ihren Sauerstoffmasken, aus dem Heim geräumt wurden. Warum? Weil die Kirche, wohl der Träger, die Diakonie, mehr Geld mit Flüchtlingen verdienen kann als mit alten Menschen, die in Deutschland viele, viele Jahre gearbeitet und ihr Steuern gezahlt haben. Das ist schäbige Politik. Das ist Politik. Das ist gegen Deutschland gerichtete Politik. Wir brauchen Frieden im Inneren. Jetzt höre ich da hinten zu. Ob die ernste Lage erkannt worden ist. Liebe Freunde, ich bin froh, heute Abend hier in Weimar für euch, vor euch zu stehen und ein paar Worte reden zu dürfen. Wir sind wachsam geblieben in der Corona-Krise, wir werden aufmerksam in der Corona-Krise, wir bleiben wachsam in der sogenannten Klimakrise, die immer mehr zu einer Verfassungskrise wird, wenn man sieht, wie sich die sogenannte letzte Generation radikalisiert und entwickelt hat. Und wenn man mich persönlich fragt, habe ich gar nichts dagegen, wenn viele von denen, die sich zur letzten Generation bekennen, auch die letzte Generation derjenigen sind, die das so aus dieser Ecke umsetzen. Ein dunkler, kalter Abend hier in Weimar. Ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen zusammen, aber es muss klar sein. Ich hoffe auch, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten hier weitermacht, weil es lohnt sich in Deutschland, auf die Straße zu gehen für Frieden, für Freiheit, für Gewaltenteilung, für Grundrechte und für unsere Bürger. Vielen Dank.